Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 28. Oktober. Der Nienburger Kulturherbst 2018 ist im vollen Gange. Am kommenden Sonntag, 4. November, findet er, eingebunden in den verkaufsoffenen Sonntag, seinen Höhepunkt in einem stimmungsvollen Kleinkunstfest in der Nienburger Innenstadt. Im Rahmen der Serie Willkommen in Nienburg berichtet die heute 15 Jahre alte Natalia über ihre Ankunft und ihr Leben in Deutschland. Mit der Produktion und der Verarbeitung heimischer Produkte haben sich Drittklässler der Nienburger Nordertorschule beschäftigt. Bei Familie Hug in Nienburg durften die Kinder der Klasse 3b mitgebrachte Äpfel zu Saft verarbeiten. In bewährter Kooperation entführen auch in diesem Jahr, am 3. und 4. November, in Höfen bei Uchtel die Höfe Frien und Röhrkasten, der Gymnastikverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Dörpsverein des Ortes ihre Gäste in eine glitzernde Weihnachtswelt. Mordgeschichten im Güterschuppen gibt es am Samstag, 10. November um 19 Uhr in Eistrup zu hören. Dann erwartet der Heimatverein Eistrup Deutschlands bekanntesten Kriminalisten für ungeklärte Mordfälle, Axel Petermann. Das Warten auf Weihnachten kann man sich in Hannover erstmals mit einem romantischen Bummel über den Winterzauber am Schloss Herrenhausen versüßen. Die Hake am Sonntag verlost unter ihren Leserinnen und Lesern 5x4 Karten für dieses besondere Event. Zum Sport. Zum 5. Mal war der MTV Nienburg Ausrichter des Oliver Mini Cup. Dieser richtet sich an Badminton-Einsteiger und soll den Neulingen Gelegenheit bieten, erste Wettkampfluft zu schnuppern. Teilnehmen konnten in diesem Jahr die Jahrgänge 2008 bis 2012. Insgesamt waren 26 Teilnehmer aus 5 Vereinen mit von der Partie. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de.